Danke dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Und war das einen schönen heißen Tag wie wir alle. Gönnen wir auch dir. Na klar. Sonne ist für alle da. Dann wünsche ich dir aus der Küche aus schöne Grüße und schlaf schön. Träum was Süßes. Ich finde es auch super, solche heiße Tage gibt. Dann merkt man mal, wie gut man es hat, wenn es kühler ist. Oh ja. Bin umgezogen in meinen Kühlschrank. Anzeige ist raus. Ja. Warte, Anzeige ist raus hier. Also ein bisschen entspannter Bremsen mit dem geht's ja ganz gut. Ja, ich habe gedacht, das ist schon aktiviert worden. Ich habe eigentlich schon den roten Knopf gedrückt, dass du die Spawns aber irgendwie. War der nicht angesteckt. Kein Kabel verlegt in die Küche zum roten Knopf, nur im Wohnzimmer. Stimmt, du warst es mit dem Rainer immer, oder? Mit dem Rainer von früher, da hat man gesagt, das ist Rainer Verbrecher. Rainer dies, Rainer das. Warst du dieser PP-Ger, der immer dieses Wort benutzt hat? Hat mir voll gefehlt! Dankeschön. Dir eine gute Nacht und angenehme, warme Träume. Einer Lügengags, genau. Aber freut mich ein bisschen Distanz zu dir zu kriegen, Dave. Ja, das tut ganz gut, ne? Ja. Wissen, was dazwischen ist. Dann müssen wir halt mehr fahren, um zusammenzukommen. Auch okay. Ja, er muss ja nicht so Angst haben, wenn ich wieder in Karlsruhe bin oder so. Das ist dann ein bisschen entspannter. Und ich dachte schon, dass du deinem Kollegen zusammenziehst oder so ein Scheiß. Oder zu deinem Kollegen. Ich zieh auch zu einem Kollegen, aber zu einem norddeutschen Kollegen. Ein Racer? Machen wir da mal mit. Ja. Racer WG? DX Racer WG? Ja. So in der Art, ne? Das ist ja wild. Aber mein Rig kommt erstmal noch nicht mit. Weil das habe ich keinen Platz für beim ersten Mal hinfahren. Wie, das kommt nicht mit? Kommt irgendwann noch nach. Oh. Hast du erstmal beide Wohnungen? Klar, oder? Erstmal, klar. Ja, erstmal noch übergreifend schon noch, ja. Aber ja, wenn ich jetzt die Fahrtrippe raussehe, ich fahre in 2 Wochen hoch. Oh, so schnell schon? Ja. Krass. Ja, es läuft schon länger im Hintergrund. Es läuft schon länger, die ganze Geschichte. Es ist nur jetzt eigentlich so richtig offiziell seit heute. Das wird. Ja, nice. Und dann muss ich irgendwann nochmal runter meinen Rig holen, irgendwann. Und ihr kennt euch schon länger? Ja, schon mehrere Jahre. Seid ihr auf 24 Stunden schon gefahren? Ja, so wirklich, nee, so wirklich Rennen fährt er nicht. Der fährt eher so chillig wie wir jetzt. So. Need for Speed. Ja. Ich verstehe schon, was du sagen willst. Ja, nicht for Speed. Life for Speed fährt er den ganzen Tag. Wir sind halt Dirt Rally und er ist Dirt. Ich verstehe schon. Alles klar, Dubstep? Ja, das dauert. Ich muss mir viel selbst beibringen, muss ich mal sagen. Aber kriegen wir hin, dann angenehme Träume bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wo man sich wieder sieht. Ich weiß nicht, wie ich noch da bin, die Tage jetzt dann. Mal gucken.
Nur noch auf geheimen 18-Plus-Seiten gestreamt jetzt. So. Das wird doch langsam Zeit, oder? Ich habe eh schon seit einem Jahr eine Badcam, also muss ich die mal richtig ausnutzen. Die weinen schon, weil da nie so richtig Action kommt. Die wird nicht richtig ausgenutzt. Die vibriert zu wenig. Alarm ist echt eine coole Strecke, aber ich bin mit GT3 ist drauf echt nicht schnell. Das habe ich in ATC ist auch schon gemerkt. Ich bin so schlecht auf diese Strecke. Ist nicht geil mit GT3. Fahr mal GTE. Fahr mal hier Ford oder Aston Martin und sowas. Also, Aston Martin ist ein Abenteuer. Gar keinen Spaß gemacht. Mit dem Aston Martin ist es natürlich ein Abenteuer, besonders mit dem zweiten Gang, der ist sehr, sehr wild. Mit Ford ist es halt noch vom Fahren her noch geiler. Aber da fehlt ein bisschen Spannung, finde ich. Also da ist ein bisschen, da ist Martin schon besonders. Der Ford ist halt, ich weiß nicht, zu ich will nicht mehr sagen berechenbar, aber zu normal teilweise. Okay, also wenn du genau in deinen Boxenplatz reinfährst, dann kriegst du keinen Strafpunkt. Nee. Genau. Dann habe ich die vorbeifahren gehört. Ja. Beste. Sound ist da. Ja, Video hast du gesehen. Ich hoffe, ich könnte das alles ein bisschen nachvollziehen. Nach 8 Jahren auf der Platzung gefleckt zu sein, Meister ist auch nicht geil. Du kommst nicht weiter, kannst keinen Progress machen, kannst keine weiteren Verträge abschließen. Was soll ich machen? Ich habe 8,1 Jahre alles gegeben. Man muss dann irgendwann mal die Reißleine ziehen. Wenn man mich dann mir nicht helfen kann, was soll ich machen? Kann man schon nachvollziehen, ja. Und ich habe wirklich viel gegeben und einfach nur entspannt gestreamt. Man hat es ja gesehen ein ganzes Jahr. Also. Bisschen aufstehen, bisschen Doktor. Dann ein bisschen was mampfen. Bisschen fahren, bisschen Video und fertig. Und das alle paar Monate haben wir uns auf was anderes konzentriert. Mal MMO, mal Survival, mal Story Games, alles war dabei. Also in einem Jahr kann man viel machen. Hätte nicht gedacht, dass es halt so ausartet, weißt du, dass so jemand so Auge macht. Und das macht halt das alles kaputt. Kommst du nicht weiter. Habe ich ja gestern viel und lang und breit erklärt. Ja, ich weiß nicht, wie viel du da mitbekommen hast von? Ja, viel. Ich bin irgendwann zum 3, das habe ich eingeschlafen. Ja, okay, bis dahin wurde ja schon alles gesagt, mehrfach. Naja. Damit habe ich mein Tablet gar nicht angemacht. Das habe ich mir extra für meinen Urlaub mal wieder hergerichtet. Das habe ich nämlich schon weggepackt, weil ich es nie benutzt habe. Habe ich auch versucht, auf dem Boot Formel 1 zu gucken am Sonntag, hat aber erst so semi gut funktioniert. Auch dann am Abend nochmal nachgeguckt. Aber das wollte ich jetzt eigentlich mal testen damit hier. Aber ich weiß gar nicht, wo ich es hinstellen soll, weil ich habe ja eigentlich keinen Platz für ein Tablet, weil ich bin ja praktisch im Nichts nur beim Rick. Also ich bin ja nicht. Du brauchst so einen Schwanenhals, das irgendwo am Rick festmachst. Außer das Rick bewegt sich ja komplett, aber ist ja auch egal. Lohnt sich dann eh nichts umzubauen, wenn ich 2 Wochen hier eh alles abbauen muss oder wie auch immer dann. Bremsplatten, ja. Ja. Aber Controller nimmst du mit, oder? Naja, den nehme ich schon mit. Ja, dann kann man ATC mit Controller fahren. Geht schon. Da komme ich mal ein bisschen. Also ich kann damit will nicht fahren, ne? Deswegen muss ich wieder auf Controller umsteigen. Ja, hast du bei Formel 1 auch erfolgreich überstanden, den Umstieg. Jetzt bin ich glücklich. So eine Werbung machen. Vorher Lenkrad, war alles wild. Jetzt Controller, alles wilder. Aber ich bin glücklich und es fühlt sich alles besser an.
Kennst du diese komischen YouTube-Werbungen, die da immer sagen so, möchtest du jetzt dein Leben ändern? Geh jetzt in ein Online-Investment für irgendwelche komischen Sachen. So. Ja, komischen YouTube-Werbungen. Gestern erst am Handy wieder gesehen, weil ich am Handy schaue ich mir die Tage schon mal an, wenn ich aufstehe oder scheiße bin oder so. Ein bisschen was von der Welt mitkrieg. Investieren Sie jetzt. Sie wollen, Sie wissen innerhalb von 2 Minuten, wie Sie 100.000 Euro verdienen. Bleiben Sie dran. Ja, genau. So ist das. Natürlich auf der Welt. Sim-Racing lernen? Ja. Steigen Sie jetzt auf Controller. Genau. Das hat mein Leben verändert. Wollen Sie, geben Sie unendlich Tausende Euro für Sim-Racing-Equipment aus? Dann sind Sie richtig. Überweisen Sie alle mir zuerst ein paar Tausend und ich investiere dann für euch. Und den, ja, genau, den Gewinn bekommen Sie dann. Irgendwie macht der Audi wirklich gar keinen Spaß auf der Strecke, das ist echt wahr. Ich würde einen Ferrari empfehlen, der macht unter Spaß, der 488er. Nur komisch im Rutschen. Ja, halber Mercedes ist das. Jetzt schaue ich dann mal, ne, was ich mache, wenn ich was überhaupt mache, oder ich lasse es halt, ich meine, wie lange ist es probiert hier, am Stück, über 300 Tage, und ich habe alles von mir erzählt, geleakt, mein ganzes Leben, und wenn sich viele von diesen ganzen Sachen abschrecken lassen, was soll ich machen, weißt du, mit den ganzen Zahlen da. Ich hab angefangen mit 2 Kameras, jetzt habe ich 6 Kameras installiert im 24/7 Stream. Also, kannst du dir nicht vorstellen, es ist einfach gewachsen und hat sich alles entwickelt im Stream. Also ich finde, da können schon noch ein paar mehr Kameras dazukommen, oder? Also würde ich ja gerne machen und würde auch noch mehr so zeigen. Aber es ist halt dann beschissen wegen, wenn mich der Humpel sieht und alles und so, ist nicht so geil. Das ist dann ziemlich negativ. Ich versuche, auch beim nächsten Kanal werde ich nichts von mir erzählen. Wird mir vielleicht irgendwas Fiktives ausdenken und fertig. Und dann nenne ich einfach Anonymous. Gino. Gino. Okay, Gino. Ich werde auch alles sagen, es ist alles gut, es ist alles okay, es ist alles bestens. Es ist super, top, alles geil. Also ich hab jetzt 8,5 Jahre, also 8,1 Jahre fast nur die Wahrheit gesagt. Klar, tut man nicht immer alles verraten. Aber du musst im Internet lügen, wie gedruckt. Wie gedruckt musst du lügen, nur dann geht's weiter. Und es muss von mir, von meiner Seite auch gar nicht weitergehen. Kann so bleiben, wie es ist. Das ist so das Ding. Weil ich kann nicht nochmal 8 Jahre machen. Ich schaff das vielleicht noch ein paar Monate und dann ist gut. Ja. Mehr oder weniger der größte Traum, was das angeht in meinem Leben, ist halt gestorben dadurch. Mal schauen. Leider. Wie tief ich in ein Loch falle. Ich bin eh schon im Loch drin. Vielleicht tue ich noch einen Scheiß auf mich runterschütten mit so einer Gabel. So einer Mistgabel. Ja, ich versuch's ja auch ganz Zeit schon. Ich versuche, kannst du dich schon runterzudrücken. Richtig. Bleib jetzt endlich unten. Genau. Ich komm nicht mehr raus aus dem Loch jetzt. Mal gucken. Ich habe sehr, sehr viel gemacht. Und für jeden Scheiß immer Server gemacht. Jedes Spiel. Alles habe ich gemacht und. Keine Ahnung. Auch jeden akzeptiert. Dino. Unser nächster Arc 10, Arc 10. Dino. Weißt du noch die alte Kia Lami AMS-2? Ist das nicht die gleiche gewesen? Ja, ist einmal die normale Version gefahren, einmal die alte Version. Ach, das war auch Kia Lami? Nee, das war eine andere Strecke. Das war auch Kia Lami, wo es erst ewig lang Geschlängel voll Speed ging. Ach so, und da war am Schluss ja nur noch die Schikane da. Also nur noch die Schikane dann lang. Ah, stimmt, da ging. Oh, war das auch Kia Lami, echt? Boah, die war super, die alte auch. Ja. Ach so, es gibt ja bei der Strecke, bevor ich endgültig wechsle. Oh, guck mal die Zeit. Gar nicht hingeschaut. Bevor ich endgültig wechsle, es gibt noch eine Summer und Winter Edition. Wieder gerne umschalten. Mit Spaß. Schon wie das ausschaut. Okay. Keine Ahnung, wie es auswirkt.
Das ist die GT Edition gerade. Oder GP oder GT Edition, keine Ahnung. Propri oder Gran Turismo Edition. Ne, GP sind hier in anderen Strecken immer. Das weiß ich ja. Aber ich stand, glaube ich, im Ordner GT. Apropos GT, ich habe überlegt, tatsächlich meine PS5 im Laufe des Umzugs zu verkaufen. Weil, keine Ahnung, ich hab sie mir eigentlich nur für Gran Turismo geholt und irgendwie benutze ich sie kaum. Also gar nicht. Ganz genau nicht. Seit Gran Turismo durch ist. Bisschen habe ich Gran Turismo gespielt, weiß nicht, ob du da warst an dem Tag. Nee, gell? Mal kurz, ja, zwischendrin mal kurz, aber nicht lang. Gran Turismo und Forza 5 gespielt, also Horizon. Horizon hat gewonnen. Besseres Force Feedback, bessere Lenkung, alles. Sehr traurig. Ja, das ist dann traurig für Gran Turismo. Fuck. Ja, und dann hab ich gedacht, keine Ahnung, wenn ich die halt wieder irgendwie ein paar Euros wieder verkaufen kann. Die ist ja immer noch gut gefragt. Und wenn ich sie irgendwann mal wieder brauche, dann kann ich sie mir wieder holen, weil. Dann kaufst du die PS5 Pro. Echt mal rum. Ja, eben, bis dann ist dann die Pro raus. Ja. Keine Ahnung, ich sehe die eigentlich nicht nächste Zeit noch irgendwie, dass ich die benutzen sollte für irgendein Spiel oder so. Mach das, Jens. Aber du kannst ja theoretisch mit der PS5 geht ganz bis zum 7 Controller fahren. Und Mahlzeit, Jens. So aus dem Norden. Wenn du keine Rick hast, aber ob du das dann alles brauchst, da ist auch so eine Sache, ne? Ja, mal wenn die für 500 wieder jetzt verkaufen würde, das wäre halt schon Geld, was ich auch so gebrauchen könnte. Du musst dafür mehr kriegen. Mehr als 500. Die ist so gefragt, du kriegst locker. Also wenn du es gescheit machst, kriegst du locker deine 600, 700. Du hast die ganzen OVPs, oder? Ja, ja. Ich habe sie auf eBay Kleinanzeigen geholt. Vom Ammersee. Von einem Typen im September. Für 570 habe ich sie damals neu abgekauft. 570? Ja. Ja, da musst du locker jetzt 600 kriegen oder so. Die ist halt echt, keine Ahnung. Was hat die Spielstunden jetzt drauf? 30, 40? Ja. Gran Turismo und so und hier noch ein paar vereinzelte andere. Kannst du dazu schreiben? Und die schlagen sich drum. Es gibt halt keine auf dem Markt. Lass sie sich battlen. Weil kann mit dem Geld eigentlich mehr anfangen aktuell als mit der PS5, die steht ja echt einfach nur rum, so hinter meinem Rig. Ich müsste auch noch viel verkaufen, das Lenkrad habe ich auch noch nicht mehr reingesetzt, aber ich hatte echt keine Kraft für sowas. Mich hat das so ausgelaugt, ja. Die 60 Stunden eBay, die 20 Stunden im Keller und ich durch jetzt nicht Luft bekommen. Ich kann mich auch nicht irgendwo hinwirken, was machen oder so. Mit Lungenentzündung ist alles dann noch schwerer. Und auf 12 Tabletten aufgestockt, das ist auch nicht so geil dann. Und 10 davon steht in der Beschreibung, du wirst müde. Du bist müde, du bist der Chef, deine Sicht ist schlechter, dir geht's gar nicht gut. Nebenwirkung. Und fällt mir halt alles schwer. Ich muss ja eh täglich meinen inneren Schweinhund überwinden, dass ich überhaupt aufstehe. Weil jeder Schritt ist ja die Hölle. Aber passt schon. Deswegen fand ich das Stream eigentlich ganz entspannt. Auch, es war doch so ein bisschen Therapie für mich, habe ich schon mal erzählt. Ich bin für die Leute da, die sind für mich da. Ich labe irgendwas, die erzählen mir auch irgendwas und dann passt das. Bis das ernst ist oder ein bisschen Blödsinn, ist ja egal. Und es ist ja nicht so, dass ich hier mit irgendwelchen 1000 Leuten verkehren könnte, wenn ich offline bin. Ich bin einfach trotzdem hier und mach das, was ich mache. Weißt du? Ja eben, ist komisch, wenn so ein Gags offline ist. Gibt's ja nicht. So die ganzen Freundschaften, alles ist halt über die Zeit auch schon eh gestorben, weil erzähl mal deinen Freunden, dass du nie wieder was mit ihnen machen kannst oder so, weil es dir nicht gut geht. Verstehen die halt nicht. Auch viele davon abgewendet. Was ja auch okay ist. Wer will schon mit einem kranken Menschen was zu tun haben? Das schreckt die Leute ja auch ab. Selbst wenn man 10 Jahre lang Freund hat und wenn es einem nicht gut geht, dann versteht das halt nicht. Das ist halt, keine Ahnung. Ist halt, ne, so sind die Menschen.
Und dann wundere ich mich über Leute im Internet. Weißt du? Kannst du dir nicht vorstellen. Aber von daher, passt schon, alles gut. Ich mach das schon. Mach meinen Style weiter. Ich hoffe, morgen wird's nicht zu übel. Hitze heute, letzte Nacht zu. Super, ne? Ich hoffe, morgen wird's nicht zu übel von der Hitze. Heute, letzte Nacht. Ja, heute wird's ja noch schlimmer, oder? Oder wie meinst du das? Ob morgen jetzt nicht noch schlimmer? Ja, doch, morgen wird's ja noch schlimmer. Wieder Hitze. Und du hast ja auch gemeint, du hast nur ein paar Stündchen geschlafen, ne? Gegen Mittagessen oder so. War nicht so geil. Ah ne, wieder Bremsplatten vorne rechts. Also vorne rechts bei der Kurve, ey. Da wo es dann bergab geht. Bremse, zu stark bremsen. Lass die Bremse komplett los, aber rutscht trotzdem weiter. Ah, es soll halt noch schlimmer werden. Das ist sowieso super schwierig. Ja, es soll morgen auch so werden. Also eigentlich noch schlimmer. Deswegen habe ich ja gemeint, bin ich ganz froh, dass ich den Termin in der Früh habe um 7.40 Uhr. Und da ist noch nicht die größte Hitze. Ich hoffe, es ist nicht zu viel Verkehr. Aber es ist ja eh. Es sind ja eh Sommer. Sind schon Sommerferien bei uns? Haben wir schon Juli? Ja klar, dann ist nicht mehr, ist bald vorbei wieder bei uns, ja. Wohl. Nee, achso, nee, 14. Achso, die haben erst angefangen bei uns, stimmt. Ganz von, neu jetzt, ja. Genau, vom 1. August bis zum 14. Juli ist meistens. Stimmt, genau. Wir sind ja in Bayern. Und da ist dann auch jetzt nicht mehr so viel auf der Straße. So ein Berufsverkehr, aber der Berufsverkehr ist nicht einmal um 7 oder so, der ist schon ein bisschen später. 8., 9., sag ich mal. Musst du denn morgen gar nicht aufstehen? Davis Support, Davis ist Destroyer Level. Doch, aber erst um 9. Ah ja, das geht ja noch. Also kannst du doch 8.30 Uhr so ins Bett. Ja, genau. Und du sagst, du kannst nicht schlafen, stehst wieder auf. Passt doch. Alles erledigt. Ja, genau. Und dann, Ach, kriegst du ein neues Bett? Ui. Okay. Weiß nicht, ist denn Freitag kühler? Egal, ich beziehe immer alle mit ein. Kannst du auch, wenn du kannst auch antworten. So, alles okay. Ich fand ja die Tage, wo es jetzt eigentlich angeblich kühler war, auch ultra schlimm. Denn es war ultra schwül. Es ist kein Wind gegangen, es war so schwül und es war nicht besser, als wenn es 30 Grad draußen gewesen ist. Es war bewölkt, es war schwül, die Sonne war da, es war bewölkt und das ist halt. Draußen war halt irgendwie so 25 Grad, wurde dann irgendwann 22 und trotzdem war das drinnen immer noch 30 bis 31. Oh! Oh! Huch! Deswegen möchte ich es auch ins Meer, weißt du, damit ich mir direkt ins Meer springen kann, wenn es so heiß ist hier. Oder das Trick direkt ins Meer schieben kann. Ja, ich habe ja gesagt, ich würde gerne nochmal irgendwann mal, irgendwann mal wieder ins Meer und so ein bisschen da einfach planschen im Meer. Einfach so am Strand liegen, ganzen Tag, alle paar Minuten ins Wasser gehen, sonst ein bisschen was essen, ein bisschen entspannen. Und auch wichtig für die Lungen, für alles, mehr Wasser, mehr das Luft und so. Das kann viel heilen. Mehr Wasser. Ah, geil.
Vor allem für die Lunge ist das richtig geil, Meerwasser. Zweite wird doch die Unwetter, okay. Ja, mal schauen. Also freue ich mich nur teilweise drauf, weil die machen es wieder noch schwüler. Ja, same, Voodoo. Das war es in Kroatien letzten Tage so schön, ne? War gleiche Temperaturen, aber halt einfach die Luft da ganz anders. Na klar. Ja, das ist ja auch am Meer ganz anders. Aber am Wasser, scheißegal. Ja, viel besser. Deswegen wollte ich halt noch einmal generell, solange es irgendwie noch geht mit den ganzen Füßen, weil wenn ich dann komplett nichts mehr machen kann, noch vorher irgendwie mal ans Meer irgendwie. Wäre schon nice. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, ist egal. Wenn nur toll. Und die Meeresluft, wer weiß, vielleicht haltet ihr doch auch einiges generell. Boah, scheiße. Das mit dieser. Ja, das ist. Diese Migräne, das hatte ich auch die letzten Tage ein paar Mal. Wegen den ganzen Tabletten. Weißt du, wie sie jetzt auf den Kopf drückt? Du kennst es ja auch. Brutal. Dass du nicht mal blinzeln kannst. Das tut so weh an den Schläfen und der wird so richtig übel. Ich weiß nicht, ob es vom Wetter war oder von den Medikamenten. Immer wenn ich so teilweise von den Medikamenten leicht runterkomme, bevor ich ihn neu nehme, geht es unten unter den Kopf. Ich kann auch gar keine Kopfhörer mehr anziehen. Weil alles, was den Kopf auch berührt, tut einfach nur weh. So empfindlich. Das ist aber schon vom Wetter, ne? Pink, wegen der Migräne bei dir. Bei mir war es halt auch so ein Mix, glaube ich. Mit Wetter und Tabletten. Und ich muss sagen, mit dem Atmen. Das Dauerhusten, immer husten, 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 das geht brutal auf den Kopf. Weißt du, ob du das nachvollziehen kannst, aber es geht brutal auf den Kopf. Erstmal zerreißt den ganzen Körper, die ganzen Glieder schmerzen irgendwann und die Rippen ziehen sich da. Hast auch manchmal so komische Stechen und Krämpfe. Aber es geht voll auf den Kopf. Das Husten und das Niesen geht voll auf den Kopf. GZ? Verbesserung? Wie fühlt sich das nicht so gut an? Pures Gerutsche mit dem Auto, das macht wirklich gar keinen Spaß. Ja, dann nehmen wir noch ein anderes. Eine Scuderia Ferrari 488, Mann. Beste, rein da. Ja, tut mir leid. Hoffe, dass es schnell wieder besser wird. Muss nicht auch noch zusätzlich sein, die Migräne, zu dem ganz anderen Stuff. Drückt die Daumen, dass es schnell wieder besser wird. Ich war schön mit dem Blatt, kannst du dich vorstellen. Aber nicht rot, nur gelb. Standard. Er braucht schon normale Reifen. Weil die Version gab es von Kia Lama auch. Es gab 2016, 2000 und 76 oder sowas. 76. Ja, das Wetter schwankt, aber trotzdem ist es immer ultra heiß. Aber vom Wetter her ist es halt manchmal. Es schwankt halt zwischen 25 und 35 Grad. Das ist auch nicht so geil. Ich fände 25 super geil. Weil das ist ja nicht zu kalt, nicht zu warm. Ja, aber das, also drin, dann muss es draußen schon 20 sein oder so. Und es muss ein bisschen Luft gehen. Weil wenn draußen 25, bei mir 30. Also ich freue mich auf Anfang Oktober, Ende September. Da ist auch mit den Gräsern alles besser.
Also ein bisschen fand ich es verwirrend, was der Arzt gemeint hat, dass die Sehnen reißen können, wenn man so starkes Antibiotikum nimmt, wenn man sich zu überanstrengt oder zu lang irgendwie auf was sitzt oder so. Ja, keine Ahnung. Noch nicht erlebt. Ja, das klingt krass. Dann hab ich ihm gesagt, ja, aber ich habe doch schon genug Sehnen und Muskeln an den Füßen. Aber ist nicht ganz so toll. Der ist ja nicht mein behandelter Arzt für die Füße, der ist nur für Lungen und so ein Scheiß da. Ja, Mai. Ja, Mai kann passieren. Und der hatte ja auch gemeint, hätte gedacht, ich komm her und ist alles okay heute, ne? Habe ich gesagt, ich habe denselben Gedanken gehabt. Aber irgendwie geht die Story weiter. Schon mal score on. Never ending story. Eieiei. Ja, das ist scheiße hier. Pink. Also die schlimmste Sachen, die ich in diesem Jahr erlebt habe, war damals, als ich die eine Streampause hatte. Da ging es mir. Da war sehr wild, da kam es aus allen Löchern gleichzeitig raus. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Das ist also gleichzeitig aus allem. Da ging es mir richtig dreckig. Also das Klo war. Das war es vorbei. Endgegner. Das sah so aus wie nach 1000 Wipes. Alles irgendwelche Leichen am Boden. Also so richtig vergiftet war ich, ey. Kannst du dir nicht vorstellen. So richtig vergiftet. Jetzt alles nicht im Detail erzählen, da will ich nicht. Aber es war wild. Als ob ich Poison Ivy geküsst hätte, gefühlt. So habe ich mich gefühlt. Hast du noch was in Discord geschickt, Rudo? Nee, oder? Das war's, glaube ich, weil ich habe dich ja noch gefragt, ob das jetzt mit dem Achilles wirklich kommt denn ist oder nicht. Ja, was war denn das jetzt? Warte. Wow, jetzt wieder attackiert, Moment. Wow, wieder attackiert hier. Moment. Kurz halb AFK. Alter, wird dich ja angegriffen von irgendwas. Ist mal eine Hummel oder was? Jetzt los. Ja. Was ist denn das, Alter? Was ist denn? Was war denn? Das kannst du nicht vorstellen. Was denn jetzt? Beimal spüre ich zwischen meinem Bein was ganz Dickes. Halt, stopp! Also, sag dann. So, Cords of Wireless, jetzt höre ich wieder. Fliegt irgendwas ganz dicke zwischen meinen Beinen, Alter. Das ist eine Katastrophe. So scheint es. Ja, Anaconda, die fliegen kann. Ja, so ein Ding. Fliegt Anaconda ist am Start. Anaconda Main. Also ein paar schöne Marienkäferchen da, das ist toll. Die können bleiben, das stört mich nicht. Wenn ich jetzt schon mal aufgestanden bin, kann ich dann noch gleich schiffen gehen. Kann ich hier
Switch. Das, das, das. Direkt. Und ich dachte, du versorgst mich mit News hier. Voodoo Man. Pass auf, was Achilles angeht. Ich hör mal kurz Dave zu. Müssen wir lernen, die Strecke so richtig. Was ist denn das für Cockpit? Okay. Ach, das ist der Knast. Das nenne ich immer Knastauto, weil immer du bremst, ist so, als ob so Knasttüren so aufgehen. Kennst du das? In so einem Film? Mit alle Zellen gleichzeitig aufgehen, alle Zellentrakte. Genau das Geräusch. Achso, ja, okay. Oh nein, das höre ich das immer. Ja, aber ist so, oder? Ja. Immer wenn alle Zellentrakte aufgehen. Oh nein. Moment, ich quirt kurz. Scheiße, Alter. Ah, es war ein Hustenanfall. Ich wollte gerade schiffen gehen, aber ich habe mich ins Wohnzimmer gehockt. Ich kann gerade nicht aufstehen, weil ich Luft kriege. Kurze Pause. Ja. Ich hatte es auch eine Zeit lang so gemacht, oder zumindest einen Tag, dass ich immer mal so ein Stint gefahren bin. So, keine Ahnung, 10, 20 Runden und dann habe ich immer 5 Minuten Trinkpause gemacht. Aber das habe ich, glaube ich, nur einen Tag geschafft. Da war ich wieder zu ungeduldig. Das heißt, ungeduldig, es ging mir an dem Tag nicht gefunden, dann musste ich es halt so machen. Jetzt schneuzen. Moment, ich will für schneuzen. Das Auto fährt sich so komisch. Ich hab noch mein Spray gerade genommen hier, mein Cortison-Antibiotika-Spray. Du bist komisch, Chef. Was soll das jetzt? Auto. Jetzt ist Baseline-Setup, ist eine pure Katastrophe. Scheiße. Oh, Moment. Scheiße, muss ich nochmal neben dem Spray hier. Darf danach nicht so husten. Scheiße, muss ich in die Lunge rein, Alter. Moment. So, husten, dann fährt er sich. Wenn ich was gegessen hätte, mich übergeben müsste. Ah, Moment. Ja. Ohne Direktionskontrolle geht ganz schnell was ab. Auch neue Reifen. Thank you.
den Akkuschrauber angemacht? Kann man das hier noch schnell ändern? Mein Spray hier habe ich nochmal genommen. Mit deinem Licht, Alter. Das geht wegen Controller bestimmt nicht. Von außen klingt das Auto halt so geil. V10. Aber ich fahr's von der Außenkamera. Jetzt ist intakt. Jetzt innen. Oh. Hörst du den? Ich will mal schnell Pipi machen. Ja. Wieso driftet das Auto so? Komisch, gehst du aufs Gas, untersteuerst, gehst du zum Gas, runter kommt jetzt weg. Also perfekt schlecht abgestimmt eigentlich. Aber ist nicht gut so, oder? Weil der Mercedes ist auch so, da rutscht auch so die ganze Zeit. Hab ich mir mal gefragt, was wirklich so ist. Fängt manchmal an, mitten in der Kurve einfach komplett zu rutschen. Zu rutschen, ja. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wenn es einfach schon Strömungsabriss hätte. Dann plötzlich der Downforce weg wäre auf einmal aus dem Nichts. Ja, ist er. Ist er anscheinend. Vielleicht weißt du aber nicht, du bist dann zu schnell oder legst du zu viel ein und sowas, dachte ich bei mir. Ach so, das ist ein Schmetterling. Lol, zwei Schmetterlinge hintereinander, die jagen sich. Ich hätte ein GZ. Bestimmt, das ist bestimmt hier Mutter und Kind, weil es sind groß und klein hintereinander fliegen, die voll süß. Einfach in der Küche. Machen die noch wach um die Uhrzeit. Einfach Heimat. Ja, da ist der Licht, weißt du? Ich komme da rein. Ah, Licht. Muss hinfliegen. Ja, ist echt so. Gegen die habe ich nichts. Das ist alles spannend, die tun mir nichts. Und gegen den Ludwig hier habe ich auch nichts. Die Spinne. Das ist okay, bin ich bei du. Ludwig. Da können Sie, da tut mal einen abseilen. Er seilt sich ab. Beide. Keine Ahnung. Ich kann es hier nochmal Spray nehmen. Ich werde nochmal behandelt, nochmal Creme und alles drauf. Und dann geht's weiter. Ja, das ist Dave, der ist halt Profifahrer. Also mit dem quietsches Auto halt, was willst du machen? Ich werde aus dem Auto auch nicht schlau, es fährt sich nicht wieder für anders schlecht. Das Five aus dem letzten Loch. Ich dachte nur, ich habe so mit dem Probleme. Mit dem bin ich dann einigermaßen zurechtgekommen.
Und dann bin ich im Mercedes gestiegen, dachte mir, scheiße, wäre ich doch lieber im anderen geblieben. Oh Gott. Nee, ich mag einen R8 super gerne, aber meistens wäre das nicht das Space Setup echt katastrophal schlecht, wie es hier zum Beispiel. Schade, dass das kein Race Setup hat, nur ein Base Setup, weil manche haben Race Setups. Das ist richtig komisch hier. Hast du eigentlich Licht extra an oder was? Ja, was gelbes. Gelbes Licht ist cool. Kein Kern-Xion-Scheinwerfer? Oder doch, aber cool, nur gelb. LEDs hast du, ne? RGB, LED, alles. Ja. Alles RGB. Ja, ich finde es nach einigen Tests und dem Porsche ganz okay. Bin jetzt nicht viel schneller geworden, aber haut schon hin. Ich glaube, ich schaffe die Zeit. Also ich muss schauen, was ich hier fahre, aber die Zeiten vom Aston Martin oder vom BMW schaffe ich da nicht. Mir reicht es, wenn ich an meine eigenen. Ups, mir reicht es, wenn ich an meine eigenen Zeiten rankomme und sie ein bisschen verbessere. Rin in der Olga, heißer Ritt bis zur Ziellinie und ich gewinne jedes Rennen. Darauf mal ein Huster. Prost, Watu. Du, das ist ja. Du bist ja reiner Spinner. Mhm. Watu. Die Kurve finde ich gigantisch. Diese schnelle rechts da. Kannst du so geil fliegen über den Körper. Ja. Die letzte Kurve finde ich auch nicht einfach, muss ich sagen. Ist noch ein bisschen besser geworden, aber irgendwie macht mich das Auto wahnsinnig. Ist halt. Ja, du es bestimmt auch. Aber das ist schon immer so gewesen, dass der 8 im Standard-Setup komplett zum Kotzen ist. Weil er halt das ist realistisch. Jede Kurve anders fährt. Ja, das ist ein ATC genauso schlimm. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Reiner Bot, sonst tausche ich deine Tastatur. Ich finde die Strecke aber auch wirklich nicht geil mit GT30. Ich finde, das ist absolut keine GT3-Strecke. Aber wenn es ACC sagt, dann ist es eine. Beuge dich. ACC hat bei sowas immer recht anscheinend. Das ist halt State of the Art, weißt du, wie ich meine? Es gibt nichts Besseres. Also, keine Ahnung, nie gespielt, aber 9 von 10 Leuten, wenn du fragst, was fährst du, ja, ACC. Und alle YouTube-Videos, die ich mir anschaue, immer ACC. Also, ich weiß da nicht. Irgendwann werde ich auch in die Bubble eintreten und werde mir aber eine Nadel mitnehmen, dass ich da wieder raustreten kann, dass der Bubble tick, dass sie platzt. Aber mich schreckt das halt so ab, wenn komplette Lemminge nur in ein Spiel reingehen. Auch wenn es ja, geil ist, das ist trotzdem abschreckend. Community. Aber was bringt das iRacing, dass wir schon die größte Community aktuell haben? Dass immer mehr Leute einfach immer schlechter fahren. Du kannst einfach keine Online-Rennen mehr fahren. iRacing ist unmöglich. Nur noch Behinderte unterwegs. Passiert halt, wenn halt ein Game nicht irgendwann richtig groß wird. So. Ah ja, also perfekt eingepackt. Ja, ich hab das noch immer ausgemacht. Oh, oh. Hier ist der Keks. Ich höre mich doch mal, du Schwein! Rein, die Olga! Oh, meine Boxenleute umgefahren. Ist eigentlich egal, was drin, welche Tasten wo sind. Ich schau da eh nicht so hin. Aber ganze Testen, ist ja modern. Keyboard-Custom-Dings da. Verstehe ich auch nicht, was man das wieder soll jetzt, aber jetzt muss man auch Keyboards customizen. Klar. Ah, Blödsack, Schmarre. 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 So. Wie werde ich jetzt noch schneller? Jetzt ist es ein bisschen getrocknet. Muss man ein bisschen warten, bis alles einzieht und so, und dann kann ich los wieder. Dann geht's los. Mhm. So, das.
Nehme ich nochmal diese Medizin, um hier auch noch einen Leitzwirbel. So, Licht und Bad aus. So, und der Jens liegt wieder im Koma mit seinen 3 Millionen Skübbel. Erstmal fett scharfe Soße auf die Pizza drauf machen. Ja, alles. Nur nicht so viel auf der Pizza. Nur 3 Tropfen oder was? Nur ein paar? Oder das? Er mag nicht so scharf, aber 3 Millionen Skübbel da Tropfen würden mich umbringen. Glaube ich. Bei 3 Tropfen, das sind ja nur 3 Stellen, die so richtig krass sind. Der ganzen Pizza. Wie meinst du 3 Stellen oder was? Die kann man noch ein bisschen verteilen, oder? Kann man nicht ein bisschen verteilen? Oder? Nee, in die Soße rein und dann, oder wie? Weiß nicht, wie das macht. Ich glaube, in die Soße rein und dann ist, glaube ich, schon, dass das so macht, dass überall ein bisschen was ist. Ich hab mich das letzte Mal mal anstecken, neu starten. Gehst du hin und findest eine und siehst, dass das eine Ordnung hat. Ja, mal Veränderung im Leben muss ja sein, hier warte, oder? Ist ja richtig. Ist das dann nicht mehr WSAD? Ist ASDF? Schön, das andere Ding habe ich da nicht. Das Ladecase habe ich vergessen. Wow, Gott, wenn jetzt nicht. Alter, wie krass. Mal schnell luschen, was ich da gefahren bin mit dem anderen. Beim Porsche 143 mit dem Aston Martin, mit dem BMW 141. 4, 143, 6, ja. Aber Porsche identisch schnell zu Ford. Nur mal ein Probier. Was nehme ich denn jetzt für einen? Ja, alle so ein bisschen durchprobieren, aber ich habe eigentlich teilweise schon fast abgeschlossen mit der Strecke da. Boah, ich, den Honda habe ich ja. Ich habe viele Autos habe ich ja weggeschmissen, sage ich mal, weil ich sie gehasst habe nach dem Nürburgring. Habe sie aber dann in Ungaroring wieder rein und habe die alle nochmal probiert. Weil ich ja gedacht habe, komm, wir geben noch eine Chance. Und hat sich gelohnt. Habe ich wieder ein paar für mich entdeckt. Aber ich glaube, mit dem NSX kommen wir nicht klar. Was gibt es denn noch für Ding? GTI? Oder ich fahre mal 1-2 Runden Formel 91. Einfach nur fürs Feeling. Machen wir mal eine Runde. Ich nehme den Brabram. Mhm, den Brabram. Der war eigentlich ganz okay. War, glaube ich, der einfachste. Der Brabram. Der gute Brabram. Haben die auch Real Performance da in der Mod oder ist das einfach alle gleich? Müsste sein. Ist eigentlich eine Paid Mod. Aber da sie jetzt die 92er rausgebracht haben, glaube ich, haben sie die 91er for free gemacht. Und nur ein 91er ist free. Das ist Formel 4. Warte, was du da beschreibst. So langweilig. Qualify-Reifen rein. 22 Liter fühle ich jetzt nicht unbedingt. Jo. Okay. Habe ich mir hier eine Sicht gebastelt oder? Mal kurz schauen, ich bin nicht gewesen. Hä?
die andere tiefer? Ich wollte endlich mal so eine Klasse haben, alle aus einem Jahr, weißt du? Total geil. Müsste schon BOP sein, richtig? Aber zu der Zeit war es eh nicht so krass reglementiert wie heute. Manche haben sogar 7 Gänge. Manche haben aber auch noch normal mit Haarschaltung, die anderen haben mit Quaddles. Also das ist halt wild. Ja, auch ganz andere Motoren und alles. Da. Ja. Deswegen also. Gute Sicht. Das mit Turbo ist auch so eine Sache. Du kannst eigentlich schon sehr, sehr früh Vollgas geben, wenn der Turbo noch nicht oben ist. Wenn er oben ist und Vollgas gibst, dreht sich sofort. Oh. Alright, Gina, we need to watch these track limits. Ja, Gino, pass schon auf. Alright, Gino, you need to watch these track limits. Na klar! Show. Ich könnte ja mal auf einem anderen Server mal auf Winter stellen oder so. Schau, was wie ich mit Winter-Sachen hier zurechtkomme. Formel 1. Wie klar. Winterreifen, wer kennt's nicht? Formel 1. Ja, klar. Ketten. Das wäre doch mal was. Ja. Jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt zum Technik zum Wachwerden. Ich habe jetzt 3 Stunden 13 nur GT3 und GTE gefahren. Jetzt ist es perfekt zum Wachwerden, wenn ich 10 Minuten Formel 1 fahre. Ja, jetzt taucht er gleich auf, pass auf. Mhm. Da hilfst du. So ein Ding zu beruhigen nehmen da. Alter. Oh! Was soll ich das mit Schlafen machen so heute? Was soll ich machen?
Jo. Sorry. Zu früh in den Gang. Boah, Alter. Dann werden wir das Formel 1 Wunder testen. Immer wenn ich in aktuellen Formel 1 einsteige, kommt irgendwie so noch ein paar Minuten über den Chat. Boah, ist das ein Formel 1 Server? Sag ich, ja, nö. 1 bis 3 und so. Und ein bisschen. Oh no, Gina deleted, this is kind of silly. Hä? Nie gesagt zu mir, direkt sagen. Was ist öfters passiert, ne? Ich fahre 2 Minuten Formel 1, zack, kommen Leute rein und interessiert sich dafür. Interessant. Ich kann das riechen. Ja. Aber nicht das jetzt hier. Wir müssen ja noch unsere Karriere weiterfahren, Dave. Was soll denn das jetzt? Was machen wir eigentlich hier? Wir fahren nicht Karriere weiter. Ja, echt? Die gab's auch noch. Haben wir da nicht irgendwo in Miami oder so? Wir hatten, glaube ich, Miami Training irgendeins gemacht, weil wir dann zu müde waren. Ich glaube, vor Quali haben wir aufgehört, das war, ja. Ja. Ich glaube, ein Training kommt, glaube ich, noch, also ein bisschen gewöhnt und dann kommt Quali. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Autos fahren kann. Gute Frage. Ich habe ja das Shortschiffen gelernt, fand es auch super, habe ich ein bisschen gespielt, seitdem nie wieder. Nur noch ACC. ACC, nicht ACC. ACC minus C. Also Non-Competizione. Wie ich immer sage. Assetto non-Competizione. Behind the line. Arschlecken. Im Gesicht kann behind the line stehen. Wie, du bist zu Slowakia schon echt gefahren? Mit was denn? Mit Go-Kart oder was? Ja, Rennauto. Ist eine coole Strecke. Und was die für Wetter eigentlich kaum eine Meisterschaft. Und was für ein Auto? War das damals? Das war so eine Art WTCC-Auto damals, ein Chevy war das. Ach so, ist auch schon geil. Ist auch schon so ein bisschen GT. Ja, das ist eigentlich mehr Spurenwagen noch. Wollte ich gerade sagen, kommt mehr in Touring an, ja? Ja. Gibt's ja auch bei Razzia. Und, ja genau, und E30 bin ich auch drauf gefahren. Ui. Damals warst du noch gar nicht geboren, oder? Als das Auto da war. Nee. Ja, das war auch damals, bevor ich meinen Führerschein überhaupt hatte. Also mit 17 damals war das noch. Damals. Ja, ist auch damals. Gestern ist auch schon damals. Ich war zweifel hier gerade mit dem Auto. Das macht mich fertig. Aber ich will auch ein Tickchen schneller werden. Das ist Kililami, genau. Ich bin gerade umgestiegen auf ein paar Minuten hier 91er rein. So zum Abschluss einer Strecke fahre ich mal ein bisschen YOLO. Viel GT3, meistens jetzt GTE gefahren. Jetzt ein bisschen Formula 91 und dann mal gucken. Kommt morgen die Strecke. Jo, hallöchen. Olli, was geht? Wie läuft's auf dem Floß? Bist du mehrstöckig? Und der Floß geht los. Gehört der Olli, es ist ein professioneller Fortnite-E-Sportler. Das auch, ist er ja. Und Counter-Strike, glaube ich auch. Und Floßbauer. Leech of Legends.
Nicht viel, läuft ganz gut einfach los, das freut mich. Zweiter Gang ist wild. Aber ist nice, ich habe da mal auf dem Zahnfurt bin ich gefahren, so ein Stündchen. Seitdem ich so mit wilden Leuten abhänge, die ziemlich alle Formel 1 hassen, habe ich mich ja nicht mehr in Formel 1 abgegeben. Dann habe ich halt ein bisschen GT, bisschen GT und GT3 immer gefahren. Alter, jetzt geht's aber vor. Also, lol. Gern die Formel 1 hast du, ne? Und ja, war mich ja ein bisschen hier. Und nochmal. Ja gut, ich mach wieder normal, ist nicht so schlimm. Ich wollte Olli sagen, dass ich keinen Progress gemacht habe, weißt du? Einfach zweimal in die Box reinfahren. Oder dreimal. Olli kommt richtig, um den Nicht-Progress zu sehen. Neues Auto. Indirekt neue Strecke. Passt das? Das ist gut hier, Olli, dass du siehst. Glückwunsch, Glückwunsch. Mit Augen auf, dann siehst du was, der ist. Augen zu, meine ich. Guck mal, bei mir viele wilde Sachen passiert. Ja. Keine Ahnung, ob du alles mitbekommen hast. Einige stehen im Titel. Gestern und heute. Mal gucken.